Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier immer noch in der Fest der Vergeltung und nach meinem letzten Rage im letzten Part sind wir jetzt wieder hier. Ich habe soweit fast alles gemacht, bis auf den letzten Schatz da geholt. Ich habe hier ziemlich viele Leute getötet. Das Läufer wurde random ausgelöst von irgendjemand, der absolut nicht in der Nähe war. Also ich habe da unten die Leute bekämpft und hier oben hat sich jemand gedacht, das höre ich, ich los sofort das Feuer aus. Der absolut nicht mal in der Nähe war und das nicht mal, also er hätte es nicht mal hören können, würde ich jetzt sagen. Aber gut. Ich habe es soweit wieder gemacht. Alles gut, kann ich hier gerade noch töten? Natürlich kannst du das sehen. Ach, jetzt auf einmal nicht mehr oder was? Das ist so ein schlechtes Spiel. Ach. Nee. Und das Leuchtfeuer, ich wollte gerade noch einen Fall legen, ging nicht. Dann, wenn man das Leuchtfeuer. Also wenn das Leuchtfeuer entzündet wird, dann kommen anscheinend zwei von den Wächtern, so heißen die ja. Oder ne, Kolosse sind das? Genau, Kolosse heißen die. Und ja, sonst ging es aber. Also ich habe halt die ersten mit einem Attentat, also die erste Gruppe mit einem Attentat ausgeschaltet. Die zweite Gruppe dann habe ich auch mit einem Attentat schon mal relativ runtergeprügelt. Habe da einen Typ getötet, auf einmal wird das Leuchtfeuer entzündet, als ich weiterspielen wollte. Aber alles soweit geschafft. So, wir haben die Orte jetzt fertig. Jetzt haben wir noch Elpenor. Und wir machen das jetzt mal fertig, würde ich sagen. Und dann geht es auch schon zum Ende des DLCs, würde ich sagen. Ich glaube, sein Palast ist der nächste Punkt, oder? Von oben könnte ich auch runter. Ich glaube, von oben sogar ein bisschen näher. Ach, geht nicht, weil ich noch wieder einen Meter zu nah... Okay, ich bin noch im roten Bereich. Alles gut. Jetzt dürft ihr aber... Also war halt trotzdem gefühlt nur so ein Meter. Also hätte man sich auch sparen können. Nein, nicht da, dahin möchte ich. Tolles hier, also können wir mal gucken, wer der Jäger ist, ob es jetzt Agamemnon ist oder Perseus. Perseus würde halt passen, weil direkt daneben stand. Und es ist Perseus, ne? Ja, ich glaube schon. Wenn er fährt, wir müssen weiter. Kann ich mich mit dem Pferd eigentlich porten? Geht das? Ne. Okay, Pferdchen, bleib du mal hier. Ich hole dich dann unten wieder. Du wirst den Weg schon irgendwie finden darunter. Da sind wir die nervigen Doggos, die wir jetzt gekonnt ignorieren werden. Ich glaube, wir mussten hier einmal rumlaufen und dann links abbiegen, ne? Also hier war kein Eingang. Ich meine, nein. Ich sehe auch jedenfalls gerade keinen. Die Leute, weiß ich gar nicht, ob die hier noch leben. Ich glaube, als ich hier mal war, gab es keine. Aber mittlerweile können die ja schon wieder respawned sein. Ich glaube, hier ist dann soweit nicht. Das heißt, wir können jetzt theoretisch direkt hier reingehen. Mit unserer Rüstung und Elpenor treffen. Triff Elpenor am Tempel, am verlorenen Tempel der Nyx. Du meinst im Tempel. Du siehst fantastisch aus. Ich weiß, wie wir den Höker fangen können. Hör gut zu. Okay. Schieß los. Ich bin bereit. Wunderbar. Also, ich lenke die Gefangenen ab und du gehst direkt zum Höker. Er darf uns nicht entkommen. Wenn du ihn besiegt hast, bringe ihn zum tiefsten Abgrund des Tartaros. Um dorthin zu gelangen, musst du durch die Gedärme schon wieder. Da war ich doch schon. Die Gedärme der. Egal. Gehen wir. Ich folge seinem Plan. Ah, okay, das war der Höker, der war so groß. Weiß ich gar nicht mehr. Also, Hades, das interessiert.
Ja, wieso habe ich den gerade nicht getroffen? Der Kult ist schon tot. Also sind ja ganz schön viele nervige Leutchen hier. Au. Au, au. Ich habe gerade eben gerade gesagt, ich bin noch in der Animation drin, aber anscheinend habe ich die abgebrochen, aber... Ich hab einfach nur den... Junge! Ach, die machen so viel Schaden. Oh Gott, es ist einfach so viel los hier! Natürlich kann er ausweichen. Das wollte ich gar nicht, aber gut. Ich bin ausgewichen, Freunde. Ach Gott. Meine Fresse! Ich muss gerade erstmal ein bisschen Leben aufladen, deshalb habe ich den erstmal genommen. Das ist doch ganz gut, dass... Oh Gott! Meine Fresse, Alter! Anstrengender Fight. Also, die sind nicht wirklich stark, es waren halt so viele. Warum habe ich zu wenig Leben nur regeneriert? Au. Was ist bitte mit dir? Meine Güte, war das anstrengend hier. Kriegt der Penos noch da hin oder muss ihm dann noch helfen? Gott, war das anstrengend. Ja, einfach mal so wie die Schulter legen. Ist ja auch nicht schwer, das riesige Kerlchen. Dominators Höker und weggejietet. Wir ergänzen uns perfekt. Ich war ein wenig besorgt, dass du dich nicht an den Plan halten würdest. Du erschienst mir nicht sehr vertrauensvoll. Hä? Das wäre etwas zu viel verlangt. Du und der Kult, ihr habt mein Leben zerstört. Ich verstehe. Aber bitte gesteh mir zu, dass ich mich verändert habe. Ja, anscheinend schon. Ich versuche, die Fehler aus meinem Leben im Tod wieder gut zu machen. Ich brauche deine Vergebung. Ja. Ich schätze, du hast dich verändert. Ein bisschen. Holde Adlerfrau. Du hast ja keine Ahnung, was deine Vergebung mir bedeutet. Wer hat denn was von Vergebung gesagt? Jetzt kann ich endlich loslassen und nach vorne sehen. Hades, wir haben den Höker zurück in den Tartaros befördert, wie du es gewünscht hast. Ich habe nichts dergleichen gewünscht. Aber du hast den Höker als Dorn im Auge bezeichnet. Und du nahmst an, ich wollte, dass er zurückkehrt. Du hast noch so viel zu lernen, Alpino. Wir besprechen das später in meinem Palast. Dennoch,
bin ich auf dem Weg zu ewigem Frieden. Dank dir. Ich glaube, du hast etwas vergessen, Bruder. Warum verhilfst du deinem Erzfeind zu ewigem Frieden? Warum nicht? Ich dachte, du hättest mit Elpenor zusammengearbeitet. Elpenor war nur Mittel zum Zweck, um deine viel interessantere Reise voranzubringen. Heißt das, dass du mir jetzt mehr über den Stab beibringen wirst? Hab Geduld, Hüterin. Es liegen noch einige Wendungen vor dir. Und ich bin gespannt, wie du sie angehen wirst. Okay. Erst Elpenor und jetzt du. Ich habe es satt, dass mein Leben für andere nur Unterhaltung ist. Es ist so viel mehr als das. Wovon redest du da? Das merkst du noch früh genug. Agi. Ja, warum soll ich Elpenor in den Tod stürzen? Ich meine, wir haben ihn getötet. Und ja, ist halt so. Wir haben alle von denen getötet. Fähigkeiten. Wir haben neuen Skillpunkt, keine Ahnung woher. Sind wir gelevelt? Weiß ich nicht. Na, hier haben wir noch ganz viel Zeug. Und jetzt haben wir noch eine offene Quest. Und wir gucken mal, dass wir die jetzt noch hinbekommen. Wo ist das denn? Hier. Gibt hier natürlich keine Schnellreise hin, oder? Können wir hier hingehen? Nee. Schade, ja, dann würde ich sagen, reite ich vom Palast aus los? Nein, nicht hier, sondern da. Ja, okay, wir sind gelevelt, deshalb. Können wir nochmal hier die Linie benutzen. Verloren gefunden. Was für eine Quest war denn das schon wieder? Das sieht auf jeden Fall interessant aus, wenn man hier runterrutscht. Komm her, Pferdchen. Wir haben einiges zu tun. Zum Beispiel an den Hunden vorbeilaufen und hoffen, dass sie uns nicht angreifen oder vom Pferd runterschmeißen. Hab ich ein Glück, dass es hier durchgeht. Ansonsten hätte ich mich da wahrscheinlich ziemlich festgelaufen. Sagt uns Hades jetzt, wie es weitergeht, oder ist Hades nur ein Arschloch? Wenn ich ihn töten kann, würde ich es machen. Aber ich hätte auch Persephone getötet. Oder die andere. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Hera? Wie sie Hera? Keine Ahnung. Oder Hekate, ne? Hekate. Ja, ich hätte die alle umgebracht. Okay, Hermes hätte ich auch umgebracht. Aber ja, kurz davor. Und dann wurde er noch gerettet von ihr. Hallo, Freunde, es ist ich. Die Cassandra. Cleon. Aha. Cassandra ist zurück. Und der Sieg steht dir ins Gesicht geschrieben. Wo ist dein Bruder? Gibt's keine Wetten abzuschließen? Das ist längst geklärt. Er hat verloren. Die Tore haben ihre Wächter, Charons verlorene Seelen ruhen in Frieden. Und jetzt sag mir, was du über den Stab weißt. Das habe ich dir nie versprochen. Ich sagte, ich helfe dir. Oh Gott, ich töte dich einfach. Ach, spiel, wenn wir so spielen. Spielchen, Hades. Ich habe getan, was du wolltest. Wir hatten eine Abmachung. Du warst nie in der Position, mit mir zu verhandeln. Dein Leben gehört mir. Seit du den Kerberos getötet hast. Jeder hätte Wachen an den Toren platzieren können. In Wahrheit wollte ich nur, dass du dich hier angewöhnst. Wovon redest du da?
Oh, habe ich es nicht erwähnt. Es gibt noch ein fünftes Tor. Und du wirst es bis in alle Ewigkeit bewachen. Das ist dein Schicksal. Ich habe mich deiner Frau nicht gebeugt und dir werde ich mich auch nicht beugen. Oh, und wie du das wirst. Ich hoffe, er ist nicht allzu stark. Er ist ziemlich, also er hat ziemlich viel Leben auf jeden Fall. Ja, okay, er hat jetzt ein Schild, das ist nicht so cool. Au. Au, das war gemein. Schade, dass es so enden muss. Du hattest dich großartig in meiner Sammlung toter Helden. Okay, da kann ich schnell ausweichen. Auch immer wenn er seinen Stab abstellt, dann macht er so ein komisches Ding. Und damit kommen wir nicht so richtig klar. Noch nicht. Unhöflicher Hades kriegt unhöflich auf die Schnauze. Au. Au. Meine Fresse, Alter. Ja, ich würde es cooler finden, wenn ich irgendwie mit seinem, mit seinen Bällchen irgendwie sein Schild zerstören kann. Au. Was, kannst du bitte den Quatsch lassen? Das ist unhöflich, wie du hier gegen mich kämpfst. Ach Mist, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass er erst da gleich wieder hinschlägt. Au. Okay, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass er sowas macht. Doch, er hat schon wieder ein Schild, das ist so nervig.
Au. Noch hat er mir gerade schon die Adrenalin geklaut. Ich hab, bin ausgewichen, aber gut. Natürlich nimmt er mir wieder alles weg. Ist das Ding da hinten eigentlich noch? Ja. Das komm mal her. Letzte Chance. Gehorcht im Nacht oder ist er auf ihn. Freigeschlossen und du wirst keine Gelaber. Der Part ist eigentlich schon vorbei, habe ich gerade gesehen. Aber ich mache es auf jeden Fall noch fertig. Wenn es so ein Abschiedsgespräch gibt in der Echtzeit, machen wir, also in der Gegenwart machen wir es natürlich auch noch. Anstrengender Fight, aber war fair. Auch wenn ich einmal dachte, dass ich direkt verliere. Was gibt es da zu lachen? Als würde, dass sie irgendetwas bedeuten. Du bist eine Gefangene. Egal, wo du bist. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, wie das jetzt ausgeht, sondern erst im nächsten Part. Victoria, was hast du getan? Alles okay da unten? Schalt den Funk aus! Das geht eindeutig zu weit. Ich fahr alles runter. Ich komm schon klar. Du bist nicht mehr du selbst. Und du benimmst dich wie ein Kind. Sieh dich nur an. Merkst du nicht, was der Stab mit dir macht? Du klingst dich in Demos Erinnerungen ein und läufst in der Unterwelt Amok. Das ist der Sicker-Effekt. Du schadest dir. Du musst aufhören. Okay. Gib ihn zurück. Sofort. Nein. Der Stab oder ich. Entscheide dich. Hey, gib Stab. Junge. Einfach weggejiet, die Olle. Steh auf, Victoria. Jetzt vielleicht nicht zum nicht so zermatschen sollen. Meine Freundin. Das war ich nicht. Es funktioniert nicht. Ich brauche Zeit. Was? Glaubst du, ich hätte das absichtlich getan? Es war der Stab, Alitir. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich wurde nie töten. Hä, du hast gerade... Die Erinnerung aus meiner Vision hatte Weitsicht. Deine Reaktion war völlig menschlich und unmenschlich. Ich fürchte, du kannst nichts aus dem lernen, was ich für dich erschaffen habe. Ich bin die Erbin der Erinnerung. Ich kann den Stab führen. Ich weiß, dass ich es kann. Das hast nicht du zu entscheiden. Ich entscheide, ob du würdig bist. Obwohl es vielleicht schon zu spät ist. Gut. Ich verschwinde für einen Moment, aber... Lass nicht zu, dass hier irgendetwas zustößt, okay? Und bitte geh nicht. Ich komme wieder. Ich gehe nirgendwo. Victoria. Ich kann jetzt nicht aufhören.
Und jetzt? Okay, jetzt können wir mit ihr reden, um den dritten DLC zu starten. Aber was machen wir doch hier nur jetzt? Das machen wir jetzt zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.